am 26. Mai steht die Europawahl an. Alle 5 Jahre haben die EU-Bürger die Möglichkeit, ihre Favoriten in das Europäische Parlament zu wählen. In Deutschland wird traditionell am Sonntag, also am 26. Mai, gewählt. Das Europäische Parlament ist die einzige europäische Institution, die direkt von den EU-Bürgern gewählt wird. Die Wahl ist allgemein, unmittelbar, frei und geheim. In Deutschland wird über ein geschlossenes Listensystem gewählt. Das heißt, die Reihenfolge der Kandidaten einer Partei ist bereits festgelegt. Wahlberechtigt sind hier alle ab 18 Jahren mit einem deutschen Pass. Außerdem muss man mindestens 3 Monate seinen Wohnsitz in Deutschland haben. Jeder Mitgliedsstaat entsendet unterschiedlich viele Abgeordnete. Das hängt von der Bevölkerungsgröße des Staats ab. Je mehr Einwohner, desto mehr Sitze hat das Land im Parlament. Deutschland hat diesmal 96 Sitze. Damit kleinere Staaten jedoch nicht unterrepräsentiert sind, bekommen sie Extrasitze. Das nennt man dann degressive Proportionalität. Für Deutschlands Zukunft sorgt unser Europa für Sicherheit mit offenen Grenzen nach innen und sicheren Grenzen nach außen. Dafür steht die CDU mit Spitzenkandidat Manfred Weber. Bei der Europawahl geht es um Ihre Zukunft. Für Sie und mit Ihnen wollen wir unser Europa gestalten. Am 26. Mai, CDU. Für Deutschlands Zukunft. Unser Europa. Jonas Dankert begrüßen, er ist 22 Jahre alt, seit 2015 in der Partei, seine Hobbys sind Fußball, Tennis und Lesen. Und er ist Kreisvorsitzender der Jungen Union und im Kreisvorstand der Liberalen Union. Europa. Alle reden über Europa. Aber was ist eigentlich dieses Europa? Ein Wirtschaftsraum? Eine Freihandelszone? Der Euro? Nein, Europa ist viel mehr. Europa, das sind wir. Europa muss für uns da sein, für die Menschen. Ein starkes Europa. Ein soziales Europa. Für ein Europa, das zusammensteht. Und sich nicht auseinandertreiben lässt. Am 26. Mai, SPD wählen. Wir begrüßen Ingo Wagner, er ist 30 Jahre alt, seit 2009 in der Partei. Sein Hobby ist ebenfalls Fußball und er selbst ist Europakandidat. Damit die dort weiterhin ungestört ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen können. Aus Liebe zu Deutschland. Freiheit statt Brüssel. Am 26. Mai die Alternative. Wir haben heute auch einen Vertreter der AfD hier. Professor Dr. Harald Weil, 60 Jahre. Seine Hobbys sind Schwimmen, Radfahren und Wandern. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecher für EU-Angelegenheiten seit 2013 und 2014 in der Partei. Krisen, Konflikte, keine Entscheidungen. Neu denken, entschlossen handeln. Darum geht es. Ein Europa mit einer starken Wirtschaft und einem starken Euro. Ein innovatives Europa, das Forschern und Erfindern frei werden lässt. Mein Name ist Nicola Behr. Die FDP begrüßen wir Paavo Schwindler, 24 Jahre, sein Hobby ist auch Fußball. Er ist selbst auch EU-Kandidat und stellvertretender Ortsvorsitzender in Münster Süd. Er ist seit 2013 in der FDP. Und interessiert sich für Politik, weil er unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben mitgestalten möchte. Er sagt, dass die Demokratie davon lebt, dass sich Menschen beteiligen. Und da möchte er seinen Beitrag zu leisten. Herzlich willkommen. Mein Traum von Europa wäre ein wirklich demokratisches Europa, was sich nicht an wirtschaftlichen Interessen ausrichtet. Glühwein.
Überall in Europa müssen die Mindestlöhne steigen, damit wir von Arbeit leben können. Waffenexporte wollen wir verbieten. Wir bekämpfen Fluchtursachen, nicht Geflüchtete. Ich bin Asian Lehel. Und ich bin Martin Schlotterer. Wir treten an, um Europa sozial zu machen. Darum zur Europawahl am 26. Mai. Die Linke wählen. 21 Jahre alt, Hobbys, Schwimmen, Computerspiele. Er ist Beisitzer und seit einem Jahr in der Linken. Und er interessiert sich für Politik, weil er Menschen halten möchte, die sich selbst nicht halten können. Auch an Sie herzlich willkommen. Ist auf einer großen Idee aufgebaut. Gemeinsamkeit. Und die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, die können wir nur gemeinsam anpacken. Das Klimarennen zum Beispiel uns unabhängig machen von Kohle, Öl und Gas und uns für Bienen und bedrohte Tierarten. Europa braucht uns alle und eine, die anfängt. Seine Hobbys, 24 Jahre alt und seit 6,5 Jahren in der Partei. Seine Hobbys sind neben dem Thema Schach, Informatik und das Internet. Er ist Sprecher der Jugendorganisation Leve Weinberg und er sieht es als eine Pflicht an, die Gesellschaft und die Welt, in der Sie und wir alle leben, zu einem bisschen besseren Ort zu machen. Alle zusammen herzlich willkommen. Sie dürfen jetzt auch gerne zu uns kommen. Bitte nochmal einen großen Applaus. Ich bin heute hier für die CDU. Wir sind die einzige Partei, die seit 60 Jahren, also seit der Gründung von der EGKS, also der Vorgänger der EU, für die Europäische Union gekämpft hat, über Adenauer, Kohl bis hin zu Frau Dr. Angela Merkel. Heute, wir stehen immer für die Europäische Union, wir stehen für Freiheit. Das bringt euch was, das bringt mir was. Ich glaube, da muss ich nicht so viel erzählen, insbesondere bei 30 Sekunden. Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte, das ist alles, was die Europäische Union schützt, uns bringt und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr am Sonntag die 10 Uhr wählt. Hallo nochmal, Ingo hat gewünscht bekommen, Kandidat für die SPD und auch für die Jusos. Ich finde das gerade ganz lustig, also wir haben das Vereinte Europa seit 1925 im Parteiprogramm stehen, ihr seid definitiv nicht die Einzigen, die das so lange machen. Aber wichtiger, wofür kämpfen wir, was bringt Europa uns allen? Wir alle wollen in Zukunft haben. Und für die Zukunft müssen wir irgendwie gemeinsam kämpfen. Und Europa gibt uns die Möglichkeit, wirklich Hand in Hand uns hinzusetzen und auch gerne darüber zu streiten, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind, aber gemeinsam einen Plan zu machen, wie wir den Klimawandel bekämpfen, gemeinsam dafür zu sorgen, wie wir Digitalisierung gestalten und in Zukunft ein geiles Leben haben. Ich bin Jahrgang 1959 und beschäftige mich mit Europa seit mindestens mal 1987, wo ich meine Diplomarbeit darüber geschrieben habe. Bei der Doktorarbeit ging es weiter. Auch beruflich habe ich das gemacht, Anfang der 90er vor der Wiedervereinigung und seit über 20 Jahren an der FH Köln als Professor für Betriebs- und Außenwirtschaft. Also ich kenne nicht nur das jetzige Europa und die jetzige Propaganda, die jetzigen Moden etc., sondern ich kenne auch die Entwicklung von dem Ganzen und kann auch beurteilen, was sich zum Besseren, was sich zum Schlechteren verändert hat, falls sich was verändert hat. Und die Tendenz geht natürlich zum Letzteren. Davon denke ich, kann man profitieren, wenn jetzt die Fragen kommen. Also ich bin Paro, ich komme eigentlich aus Münster, da bin ich auch Kandidat, aber ich bin natürlich jetzt auch sehr gerne hierher gefahren, um die FDP zu vertreten. Das ist ja irgendwie auch mein Job. Und ich habe gerade überlegt, warum ist es eigentlich so schwer, einen konkreten Punkt zu finden, was mir, was uns Europa bringt. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir Europa eigentlich überall finden in unserem Leben. Es hat alle Lebensbereiche durchdrungen und natürlich, auch wenn manche das behaupten, das Gegenteil behaupten, zu unserem Besseren. Europa ist überall und Deutschland ohne Europa, Leverkusen ohne Europa, wäre gar nicht mehr vorstellbar. Ich glaube, nur weil Europa überall ist, ist es noch keine Selbstverständlichkeit und deswegen müssen wir endlich wieder dafür kämpfen. Europa ist eine Sache, aber in Europa gibt es noch sehr, sehr viel zu kompensieren. Zum einen geht es um Sachen wie das Lohndumping, die Steuerungerechtigkeit innerhalb Europas, dann sind das Sachen wie, dass Europa nicht gerade besonders gut umgeht mit Leuten, die hinkommen wollen, dann hat es so Sachen wie, dass Europa der Binnenmarkt besonders gut ist für manche Länder, manche profitieren sehr stark davon, wie Deutschland. Andere wie Griechenland werden davon sehr stark negativ beeinflusst. Und aber Europa an sich ist eine super Sache.
ja, dass man über eine Grenze nach Niederland in die Niederlande fahren darf, ohne ständig die Stunden damit Zoll zu verbringen. Für mich ist Europa diese Nähe, ja, das ist komisch, aber einfach ein Rahmen des Rechts, des Schutzes und der Freiheit zu haben für alle Menschen.